Hallo miteinander, heute gibt es wieder ein Klettersteig-Video. Aber ich bin heute nicht allein unterwegs. Ich habe einen Kameramann dabei, mein Kollege Sebastian, der extra aus Deutschland angereist ist, um den Klettersteig zu machen. Da der Klettersteig viel über Wanderwege führt, was ein bisschen langweilig ist, zeige ich euch nur die Highlights und ein paar andere Ausschnitte, die für den einen oder anderen lustig sein könnten. Grüezi, wir sind hier am Klettersteig. Wie heißt der Klettersteig? Warte, wir haben den Namen nicht. Höhlen Himmel raus. Okay, nochmal, mit der Banane. Ja, und mit dabei mit mir. Und heute werde ich mich ein bisschen zeigen, wie man mit dem Klettersteig umgeht. Ja, das ist so die, hier sind so die Karabiner, er hat schon alles richtig gemacht, schon alles check so. Bei mir ist auch alles fest. Und ja, der Helm ist ganz wichtig beim Klettersteig. Das habe ich immer gesagt, so, weil man kann eben halt sich den Kopf anstoßen. Eben halt da ist der Eingang. Das Wichtigste ist wirklich der Helm da. Dass der richtig Michi, sitzt. Verkehrt rum. Ja. Muss ihn drehen. Drehen. Ich weiß. Nein, ohne Scheiß, Michi, das. Genau. Und. Und richtig einstellen. Du weißt schon, dass ich den extra verkehrt angelegt habe. Das sagst du nachhinein. Genau, und jetzt hast du hier genau so zwei Teile, die kannst du dran machen. So, okay. Ja, genau. Gar nicht. Genau, und so soll man klettern. Ja. Alles richtig gemacht. Und Angst gehabt? Ich hasse es. Ich lieb's, das war voll leicht. Du nimmst die zwei Karabiner, du musst es so drauflegen, Handy nehmen und dann rutscht du nur rüber. Ich so. Was? Das geht voll leicht. Kann ich das Handy wieder haben? Hä? Ich verstehe, warum du das da Open Hall oder K5 nicht machst. Ich verstehe es, aber ich. Ja. Wird nicht besser. Geil, ich feier's. Ja, dann gehen wir aufs Longboard. Fahr mal Longboard. Go, 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 Power Ranger. Die Handschuhe sind das Einzige, was mich echt gerade stört. Das tut die Haut extrem strapazieren. Will ich dir was zeigen? Wenn es funktioniert, darf man nicht machen, okay.
Tada! Ich sag, Daupenhorn ist für mich keine Schwierigkeit. Ich glaube, der T5-Berg macht mir mehr Sorgen als Daupenhorn. Willst du was in die Kamera sagen oder so für deinen YouTube-Channel? Abonniere, like, teile, keine Ahnung. Kannst du in die Kamera gucken, Mann, Alter? Was bist du für jemand, der in die Kamera guckt? Warte, mach nochmal einen Dreh. Das kannst du nicht so lassen. Das war jetzt gerade das Schlechteste. Warte. Willst du irgendwas sagen zu der... Ich meine, du hast ein bisschen Content machen. Was wollte ich dazu kommentieren? Da kommen wir mal im Klettersteig, Graubünden und... Das sind jetzt Graubünden. Bern. Basel. Basel, ja genau. Also. Jetzt ja, hallo, du bist dran so, du redest mit deinem Publikum. Ich hätte dann gesagt so, hey, scheiße Mann, ich mach gerade hier einen Klettersteig und ja, heute sind ein paar Leute vor uns und wir müssen so ewig warten auf die Scheiße. Alter, ja, das wäre, ich bin ein Synchronsprecher und ich habe mir die Hose geschissen, Mann. Das ist so, aber ich kann nichts an der Situation ändern. Amen. Du gibst mir die Vorlage dafür. Aus? Nein, lauf du. Ist er an? Ja. Zeichne du. Ja, Helm abziehen ist ja klar, oder? Achso, ich hab nicht ganz aufgenommen, das war jetzt voll schade. So. Ja, ist doch gut. Nee, jetzt. Das ist jetzt weg. Das Gespräch ist weg. Alles, was wir jetzt gerade gemacht haben, ist weg. Nein, wieso? Weil ich nicht aufgenommen habe. Na. Oh. Für was bezahle ich dich eigentlich? Noch einmal so ein technisches Wort hast, bekommst du die SD-Karte nicht erstmal. Abstand. Ja. Sorry, wenn ich immer Abstand sage. Sagst du es auch, wenn jemand anders so nah dran ist? Ja. Was macht er dann? Guckt ab. Ach so. Ja, okay. So? Ich weiß nicht, du coachst mich da rein gerade. Und eine Umfrage. Wie fühlen Sie sich? Sind Sie erschöpft? Sind Sie erschöpft?
Okay, wir gehen weiter. Okay. Das war es mit dem Video vom Klettersteig Mürren Gimmelwald im Lauterbrunnental. Nochmal vielen Dank an dich, Sebastian, fürs Filmen und für das coole Wochenende. Der Pinkel, ich kenne dich fremdes. Kannst du so runterlaufen hier? Auf den. Nee, richtig drauf. So. Michi, du hast nicht mal Gleichgewicht. Ich verstehe, warum du dich nicht mit K5 antraust. Guck mal, das geht so, pass mal auf. Ich stehe nur wirklich nur auf den Bolzen. Die armen Schuhe. Die sind dafür gemacht. But that was quite different because like here we're just going sideways and then straight up. Endlich. Endlich.